Düfte können verführen, aber verwirren. Patrick Süskind hat in seinem Buch Das Parfum bereits beschrieben, wer die Gerüche beherrscht, beherrscht die Herzen der Menschen. Was das mit einem Weingarten zu tun hat und mit der biologischen Schädlingsbekämpfung, das könnt ihr auf unserer Website nachlesen. Ich bin nämlich heute mit meinen Töchtern im Weingarten unterwegs und wir haben Pheromonfallen aufgehängt. Die geben Sexuallockstoffe frei, das heißt, die männlichen Taubenwickler können die Weibchen nicht finden und somit kann keine Begattung stattfinden.